Die Roxpiraten waren zu ihrer Zeit die stärkste Crew der Welt. Diese Piratenbande war voll mit den gefürchtetsten Piraten aller Zeiten. Rox, Kaido, Big Mom, Whitebeard, Shiki, Captain John, Wangzi und Silver Axe. Doch leider kennen wir die letzten zwei Namen bis dato noch gar nicht. Ich habe ja derletzt schon eine Theorie zu Wangzi rausgebracht und in diesem Video möchte ich mich der Frage widmen, wer ist Silver Axe? Im Netz gibt es dazu zwei Theorien, auf diese werde ich näher eingehen, um euch am Ende eine neue bahnbrechende Idee von mir zu liefern, einen Charakter, an den bisher noch niemand gedacht hat. In der ersten Theorie geht es darum, dass viele glauben, bei Silver Axe handelt es sich um Scopper Gaban. Diese Theorie ist aber leider schwer zu beweisen, denn die ganze These stützt sich nur auf ein einziges Bild. Auf diesem Bild sehen wir einen recht jungen Scopper Gaban kämpfend auf einem Piratenschiff, während er eine Axt in der Hand hat. Ja, die Axt passt da auf jeden Fall rein und das Bild stammt vermutlich nicht von Gold Rogers Schiff, da mir Scopper Gaban alterstechnisch eher so wirkte, als wäre er im selben Alter wie ein Rayleigh oder Roger. Somit können wir davon ausgehen, dass Scopper Gaban als Kabinenjunge schon einmal auf einem Piratenschiff war. Wenn wir davon ausgehen, dass Scopper Gaban in einem ähnlichen Alter ist wie Rayleigh, dann wäre Scopper Gaban beim God Valley Vorfall um die 40 Jahre alt gewesen. Mit dem Alter könnte er vom Kabinenjungen zum großen Piraten aufgestiegen sein, dies könnte soweit passen. Zudem würde es erklären, wie Scopper Gaban zu der Roger Bande gestoßen ist. Roger hat ja auch Whitebeard am Leben gelassen, so könnte er auch Scopper Gaban am Leben gelassen haben und ihn seine Bande joinen lassen. Die Theorie klingt auf jeden Fall echt interessant, nur leider gibt es einfach zu wenig Hinweise darauf. Zudem passt es nicht ganz in dieses Theme der Roger Piraten. Wir haben Gold Roger, Silvers Rayleigh und Scopper, also Copper Gaban, alle haben ein Material in ihrem Namen. Da es Silver aber schon gibt, wäre es seltsam, wenn ein Silver Axe sich der Roger Piratenbande angeschlossen hätte. Deshalb halte ich das Ganze auch für eher fragwürdig. Vor allem, da ich nicht denke, dass Scopper mit 40 Jahren sich der Roger Piratenbande noch angeschlossen hat. Kommen wir nun zur zweiten Theorie, die im Internet hoch gehandelt wird. Und zwar könnte es sich bei Silver Axe auch um Shaki gehandelt haben. Wie wir von ihr wissen, war sie mal eine Piratin und wurde von Garp gejagt. Wieso sollte sie nicht bei den Rocks gewesen sein? Aufgrund der zahlreichen Konfrontationen, die es bestimmt gegeben hatte zwischen Roger und Rox, lernten sich Shaki und Rayleigh auf dem Schlachtfeld kennen und lieben. Wäre doch zumindest eine romantische Love Story. Auch vom Alter her könnte dies ganz gut passen. Aktuell ist Shaki 64 Jahre alt. Das heißt, sie war zu Zeiten der Rox Piraten in ihren knackigen 20ern. Was man dazu aber auch sagen muss, vor 42 Jahren, also 4 Jahre vor dem God Valley Vorfall, beendete Shaki ihre Piratenkarriere und eröffnete eine Bar. Weshalb es eher unwahrscheinlich ist, dass sie Silver Axe ist, denn ich gehe stark davon aus, dass dieser beim God Valley Vorfall dabei war, sonst hätte Sengok ihn sicherlich nicht im selben Atemzug erwähnt. So, nun kommen wir aber mal zu meiner eigenen Theorie. Wie Oda uns ja schon mehrfach bewiesen hat, benutzt er gerne mal alte Concept Arts für neue Charaktere. Wieso dann nicht auch bei Silver Axe? Wenn wir uns mal seine Early Concept Arts anschauen, entdecken wir nämlich auch diesen Charakter. Dies war eine frühe Zeichnung von Nami, wie sie eigentlich mal aussehen sollte. Sieht ziemlich badass aus, nicht wahr? Und was trägt sie denn da bei sich? Eine riesige Axt. An sich ist eine Axt kein guter Hinweis auf einen neuen Charakter, ähnlich haben wir es schon bei Scopper Gaban gesehen. Aber dies könnte Oda in eine Weise in die Geschichte einbauen, die extremst interessant wäre. Bisher wissen wir nicht, woher Nami wirklich stammt, noch wer ihre Eltern sind. Nami wurde als Baby von Nojiko gefunden, mit keinerlei Hinweis auf ihre Herkunft. Was, wenn Oda ein Early Nami Concept Art benutzt, um uns Namis Mutter zu präsentieren? Eine Piratin, die schlimm genug war, ihr Kind alleine auf der Insel zu lassen. Wir wissen, dass Belmare auf die Insel Oikot geschickt wurde, weil ein paar Piraten dort Ärger machten. Es war eine wahnsinnige Schlacht und Belmare wollte sich ihrem Tod hingeben, weil sie einfach dachte, sie hätten keine Chance, bis sie dann Nojiko und Nami sah. Wer wäre so stark,
so viele Marineleute zu besiegen. Und habt ihr euch mal die Stadt Oikot angeschaut, das riesige Schlachtfeld? Die ganze Stadt ist zu einem Grad verwüstet, welche nicht mehr nur von irgendwelchen 0815 Piraten herrühren kann. Und ich habe auch schon eine gewisse Idee, was da passiert sein könnte. Was, wenn Namis Mutter nach der Schlacht auf God Valley wirklich nach Oikot floh und dort ein normales Leben lebte? Belmare las in der Zeitung in ihrer Zeit bei der Marine von Shikis Ausbruch aus Impeldown und erwähnte dabei, sie würde ihn aufhalten, wenn er in den East Blue kommen würde. Wieso sollte Oda so eine Random Line einbauen, wenn sie keine Bedeutung hätte? Wir haben Shiki schon auf Whitebeards Schiff gesehen, wo er Whitebeard fragte, ob er sich nicht Shiki anschließen möchte. Was, wenn Shikis Plan so aussieht, dass er die noch lebenden Rocks-Mitglieder wieder zu einer Bande zusammenschließen will? So könnte er auch Namis Mutter aufgesucht haben. Wie wir ja wissen, war die Rocks-Bande sich nicht gerade freundlich gegenüber eingestellt. Sie haben sich selbst oft gestritten und bekämpft. Was, wenn Namis Mutter sich Shiki nicht anschließen wollte oder sogar so weit ging und Shikis Plan vereiteln wollte? Dann kam es sicherlich zu einer riesigen Schlacht zwischen Shiki und Silver Axe. Dies würde eine so riesige Verwüstung erklären. Wir hätten das Geheimnis hinter Silver Axe und auch Namis Herkunft gelüftet. Und Namis Mutter würde am Ende als eine gute Person dastehen und wäre nicht irgendein random toter Charakter. Jetzt sagen sicherlich viele von euch, wenn Piraten wie Shiki und so auf der Insel gewesen wären, hätte die Marine doch nicht nur random Fodder dahin geschickt, um sie aufzuhalten. Ich behaupte doch. Denn letzten Endes müssen sie das hinschicken, was da ist. Das East Blue gilt als schwächster aller Ozeane. Deshalb sind dort vermutlich auch die schwächsten Marinesoldaten. Im East Blue sitzt nun mal kein Admiral. Und bis ein Admiral von Marijoa bis zum East Blue gereist ist, wären die Piraten schon längst wieder weg. Was haltet ihr von meiner Theorie, Silver Axe, Namis Mutter? Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.